Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde des Wasserstoffs, ich begrüße Sie nach der Sommerpause und natürlich selbstverständlich begrüße ich sehr heute Thorsten Baumeister, wie mein Kollege schon gesagt hat, CEO der Ingenious GmbH. Die Ingenious GmbH ist eine Division der alternativen Trucks der Faun-Gruppe. Dies ist dann sicherlich jedermann bekannt, die Faun-Gruppe. Er ist Diplom-Ingenieur, langjährige nationale, internationale Management-Erfahrung, Operations- und Engineering für Unternehmen, insbesondere im Bereich Automotive, Ruhrförderzeuge und Fahrzeugbau. Besonderer Schwerpunkt liegt in der Kostenoptimierung, Fabrikplanung, Produkteinführung, ganz wichtig für jetzt die Brennstoffzellenfahrzeuge, ganzheitliche Projektsysteme, Werksneubauten auf dem Greenfield. Ingenious baut halt jetzt seit einigen Jahren Wasserstofflastkraftwagen, insbesondere Müllsammelfahrzeuge, kommunale Anwendungen, aber wird sicherlich da gleich mal ein bisschen mehr zu sagen. 2022 erhielt das Abfallfahrzeug von Ingenious als europaweit das erste wasserstoffbetriebene LKW-Modell eine sogenannte Typenprüfung. Damit können Ingenious-Fahrzeuge jetzt ohne weitere behördliche Auflage sozusagen europaweit im Straßenverkehr zugelassen werden. Ich glaube, ein ganz wichtiger Meilenstein für den Hochlauf der Wasserstoffmobilität. Und ja, dann steige ich mal gleich ein, Herr Baumeister. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Überblick über die Fahrzeugkategorien geben, wo Sie die Vorteile insbesondere für die Fahrzeuge Ihrer Anwendung sehen, insbesondere im kommunalen Bereich. Warum Wasserstoff und vielleicht nicht, so wie einige immer ja behaupten, es wird die Batterie werden. Ja, Herr Diewald, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung an der Stelle und auch nochmal einen guten Morgen in die Runde an alle, die gerade jetzt im Moment auch schon live dabei sind und zuschauen. Richtig, wir bei Ingenious, wir kümmern uns ja um Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie, also hier in dem Falle die Brennstoffzelle. Und bevor ich auf die erste Frage direkt eingehe, vielleicht einmal nochmal etwas ausgeholt. Was uns wirklich auszeichnet bei Ingenious, damals mal von den Anfängen von Faun. Also wir können als Unternehmung schon zurückblicken auf circa so 17 Jahre Erfahrung im Bereich Wasserstofftechnologie. Also wir haben in 2006 angefangen, die ersten Ideen Richtung Wasserstofftechnologie zu bringen. Und da war natürlich die Technik noch nicht so weit. Das muss man ganz einfach so sagen. Wir haben im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht und die Thematik ist eigentlich die, gerade jeder kennt Fahrzeuge für die Abfallsammlung, also mindestens einmal die Woche werden Sie mit Sicherheit das Fahrzeug bei sich auch vor der Haustür sehen. Und die Fahrzeuge, die eingesetzt werden für die Abfallsammlung, sind in erster Linie ganz normale Lastkraftwagen, LKWs, die mehr gebaut sind für Langstrecke oder für längere Strecken, sagen wir mal so, die allerdings eine Kapazität haben von circa 10 bis 11 Tonnen Abfall, der gesammelt werden muss, der auch mitgenommen werden muss. Das ist so in etwa die Tonnagenklasse. Also von daher brauchen wir LKWs mit einem zulässigen Gesamtgewicht in der Größenordnung 27, 26 Tonnen in etwa. Das unterschätzen, denke ich mal, ganz viele auch, die eventuell hier heute in dem Chat mit dabei sind. So, und auf alle Fälle war damals die Thematik, dass dieses Stop-and-Go-Fahren im Prinzip wirklich nur Energieverbrennen ist an den Stellen. Und man kennt selber, wenn man in der Stadt mit dem PKW nicht vorankommt, die Benzin- oder Dieseluhr läuft runter, aber eigentlich macht man keine Strecke. Das ist auch genau die Thematik, die wir natürlich bei den Abfallsammelfahrzeugen haben. Wir haben so circa ein Einsatzprofil im Schnitt, wo so ein Fahrzeug pro Tag um die 150 Kilometer, vielleicht 200 Kilometer zurücklegt. Auf dieser Strecke allerdings aber auch ein Verbrauch an Diesel hat, der durchaus viermal so hoch sein kann wie bei einer normalen Autobahnfahrt, wofür das Fahrzeug eigentlich gemacht wird. Und das ist einfach eine Größenordnung, wo wir damals eben halt im Jahr 2006 angefangen haben, erste Ideen zu entwickeln. Das ging dann in elektrifizierte Aufbauten, weil unsere Aufbauten natürlich im Zuge der Verdichtung auch noch viel hydraulische Energie benötigen, die wir dann wiederum auch über den Verbrennungsmotor in der Vergangenheit erzeugt haben. Und diese ganzen Aspekte zusammengenommen haben dazu geführt, dass
wir immer weiter im Hintergrund eigentlich an Alternativen gearbeitet haben. Und Sie haben ja die richtige Frage gestellt. Warum nicht Batterie, warum eher Wasserstoff, warum gehen wir den Weg? Und ich glaube, hierbei ist ganz klar, muss man herausheben, dass es für uns gibt es da nicht so richtig, was ist der richtige Weg? Ist es die Batterie oder ist es der Wasserstoffantrieb? Sondern ich persönlich sehe das so, dass sowohl die Batterie ihre Berechtigung hat, als auch der Wasserstoff die Berechtigung hat. Nun haben wir aber den besonderen Fall, was ich eingangs sagte, wir brauchen so circa 10 Tonnen Nutzlast in den Fahrzeugen, also wo wir wirklich Abfall sammeln können. Und jetzt kann man sich ja relativ einfach vorstellen, wenn ich die Energie in Form von Batterien mitführen müsste, dann ist es so, dass ich einfach riesige Nutzlastverluste habe. Also wir haben einige Kommunen, einige Bereiche, wo es wirklich sehr genau auch drauf ankommt, auch in Ausschreibungen, dass tatsächlich 11 Tonnen mit dem Fahrzeug transportiert werden können. Aufgrund von Touren, die entsprechend festgelegt worden sind, Einsatzplanung von Mitarbeitern, Arbeitszeiten, also das spielt eine ganze Menge rein. Und gerade bei diesen Fahrzeugen, wo es so sehr aufs Gewicht ankommt, da greifen wir dann durchaus auch in die Trickkiste und statten Fahrzeuge mit Alufelgen aus, um wirklich die letzten Kilos rauszuholen. Und gerade bei diesen Anwendungen kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass man beim rein batterieelektrischen Fahrzeug hier gewichtsmäßig nicht das machen kann, was man eigentlich möchte. Das ist ein Aspekt dabei, der ist schon mal sehr wichtig. Und was natürlich auch nochmal ein weiterer wichtiger Aspekt ist, gerade in Bereichen, wo Fahrzeuge durchaus auch zweischichtig eingesetzt werden, ist natürlich der Riesenvorteil da, wenn ich das mit einem batterieelektrischen Fahrzeug vergleiche, dass ich mit einer relativ kurzen Betankungszeit, also circa so 15 Minuten, die ich dann benötige, an der Tankstelle mein Fahrzeug wieder voll gefüllt habe, und wieder im Prinzip die komplette zweite Schicht abarbeiten kann. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich versuche, in 15 Minuten Batterien im LKW zu laden. Also wer ein batterieelektrisches Auto als PKW fährt, kennt eigentlich auch die Problematik. Also die Ladezyklen sind da schon länger, auch wenn man eben halt mit sehr hohen Strömen teilweise auch mit laden kann. Also von daher sehen wir da absolute Vorteile im Wasserstoffantrieb, aber es gibt durchaus auch Anwendungsfälle und Anwendungsgebiete, wo batterieelektrisch wirklich eine Alternative darstellt. Also für uns ist es aber so, dass die Vorteile einfach hier überwiegen. Ja. Dazu muss man auch sagen, vielleicht noch ein Wort dazu, wie sind unsere Fahrzeuge ausgestattet? Das ist auch nochmal eine Besonderheit, gerade in dem Sektor der Abfallsammlung oder der kommunalen Anwendung. Wir können skaliert Brennstoffzellenleistung anbieten und auch Tankleistung anbieten. Also das heißt, wir erarbeiten mit dem Kunden zusammen aufgrund von den Fahrprofilen die optimale Konfiguration an dem Fahrzeug, also dass er nicht zu viel Geld bezahlen muss für unnötige Brennstoffzellentechnologie, die nur mitgenommen wird, aber die er im Prinzip nicht braucht, sondern dieses Thema Energiemanagement, Aufnahme von Fahrprofilen, das ist für uns ein ganz wichtiges Element. Jetzt sagten Sie, Sie sind ja dicht am Kunden dran, sogar ein Fahrzeug individuell sozusagen ausstatten oder aufbauen. Können Sie schon so ein bisschen ein Gefühl sagen, wie denn das Interesse bei dem Kunden, also bei den Kommunen ist, kommt da eher doch vermehrt die Anfrage batterieelektrisch, weil sozusagen kennt man aus der Presse, soll angeblich ja die Lösung sein, propagieren ja manche, oder ist da schon eher die Erkenntnisreife viel weiter, dass Sie sagen, Brennstoffzelle ist schon eigentlich unser Favorite? Also für uns persönlich ist das der Favorite, klar, weil wir sie herstellen, aber bei unseren Kunden ist das Bild nicht ganz eindeutig da an der Stelle, definitiv. Weil, wie gesagt, es kommt einfach sehr stark auf die Anwendungsfälle drauf an. Es kommt auf die Nutzlast drauf an. Also was wir absolut sehen, ist eine sehr große Nachfrage nach unseren Fahrzeugen, gerade auch im Kommunalbereich, um auch hier wirklich wirtschaftlich unterwegs zu sein. Und persönlich sehe ich da absolut auch den Trend, gerade auch von der Zuladung, die wir sehen, von der Betankungsgeschwindigkeit, dass wir da wirklich eine sehr große Nachfrage nach unseren Fahrzeugen haben. Wie viel haben Sie jetzt schon im Markt
Also wir haben im Moment Fahrzeuge komplett fertige, die im Einsatz sind, jeden Tag auf der Straße. Da sind wir bei 80 Fahrzeugen. Wir werden bis Jahresende in die Größenordnung von etwas über 100 Fahrzeugen kommen, die dann jeden Tag auch im Einsatz sind. Schon signifikant, muss man sagen. Definitiv. Vor allen Dingen muss man dazu auch sagen, sammeln wir natürlich auch jede Menge Erfahrung noch dabei, weil eins darf man auch nicht außer Acht lassen. Also der Diesel-LKW mit 130 Jahren Optimierung jetzt gerade ist da etwas anders aufgestellt, als wir es sind, wo wir jetzt eben halt seit circa 3 Jahren mit ersten Prototypen angefangen haben. Wie groß, ich glaube, viele unserer Zuhörer können gar nicht einschätzen. Jeder sieht Müllfahrzeug. Manchmal ärgert man sich, wenn im Auto dahinter steht, alles bekannt. Wie können Sie immer eine Größenordnung sagen, wie groß dieser Markt in Deutschland eigentlich ist, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt? Reden wir über viele Autos, über viele Fahrzeuge, wenig Fahrzeuge? Ja, also es ist schon eine ganze Menge. Also der Gesamtmarkt an Abfallsammelfahrzeugen, der in Deutschland auf den Straßen unterwegs ist, ist größer 15.000 Fahrzeuge. Also ganz genaue Zahlen habe ich da im Moment leider nicht vorbereitet gehabt für heute. Aber wir sind da schon im signifikanten Element unterwegs. Definitiv. Wenn Sie dann sagen, viermal so viel Verbrauch, könnte es vergleichen mit 60.000 Schwerlast-LKWs, die Emissionen, also die so Emissionen zu vergleichen. Könnte man in diese Richtung einsteigen. Ja. Schon signifikant, ne? Definitiv. Sie sagten im Vorgespräch, jetzt haben wir einerseits die Kundenakzeptanz, aber Bevölkerung hat mir auch im Vorgespräch, ich hatte es andersrum erwartet, dass, und ich glaube, das ist ja eigentlich ein positiver Vorteil. Weil stimmt schon, zumindest auf dem Land kannte ich das auch so. Man hört den Äcker, also den Müllfahrzeug, und ich sprengt meine Mülltonne raus. Können Sie aber, und jetzt sagten Sie, es gibt einige, die sagen, ich höre das Fahrzeug nicht mehr, aber ist die Akzeptanz, haben Sie da Rückmeldungen von den Stadtwerken, von den kommunalen Betrieben gekriegt, bekommen? Ja, aufgrund der Geräuschminderung? Ist das positiv? Absolut. Gerade das Geräuschniveau ist sehr angenehm. Also es kommt auch sehr angenehm in den Kommunen und in den Bereichen an, wo wir mit den Fahrzeugen im Einsatz sind. Weil sie hören relativ wenig von dem Fahrzeug, also eigentlich nur noch die Hydraulik beim Verdichten und das Klappern des Deckels von der Mülltonne, wenn sie entleert wird. Aber das Fahrzeug selber fährt absolut geräuschlos, gerade in den Bereichen. Also nur so, dass man es eben halt hören kann mit dem AVAX-System. Aber das ist ein absolutes Plus auch dabei. Also es ist geräuscharm, es ist emissionsfrei. Also von daher haben wir da, wo wir im Einsatz sind mit den Fahrzeugen, absolut positives Feedback. Selbst die Fahrer, die einmal das Fahrzeug liebgewonnen haben, die möchten es am liebsten dann auch nicht wieder hergeben, weil es einfach vom Fahren her, von Beschleunigung, von Abgasempfinden, also es ist einfach ein komplett anderes Fahrgefühl. Sehen Sie irgendwo ein Vorreiterland, Bundesland, Vorreiterregion, die sagen, wo sie echt sagen, die sind wirklich proaktiv oder ist das so gleich verteilt in Deutschland? Also wir haben da durchaus unterschiedliche Regionen, die unterschiedlich aktiv sind. Also ein Bereich, der sehr aktiv da ist an der Stelle, kann man vielleicht herausheben, ist das Ruhrgebiet. Da haben wir recht viele Fahrzeuge am Start. Auch in Berlin, in Freiburg, in Hamburg sind die ersten Fahrzeuge jetzt dabei oder auch in Brandenburg, in Barnim. Also wir sind da durchaus weit verteilt über die Republik mit den Fahrzeugen. Und was man dazu auch nochmal mit hervorheben muss, welchen Vorteil wir natürlich ganz klar haben, auch bei den Fahrzeugen. Wir können die Wartung und den Service selber abbilden über unsere Serviceorganisation, die wir heute schon für unsere Abfallsammelfahrzeuge haben. Wir haben Stützpunkte mit 11 Stützpunkten in Deutschland, sodass für den Fall, dass was sein sollte mit dem Fahrzeug, wir sehr zügig auch direkt beim Kunden auflaufen können, um dann Problempunkte zu besprechen und aufzugeben. Smart Drive, jetzt haben wir also über das Abfallsammelfahrzeug. Wo sehen Sie, Faun macht ja weitere Sonderfahrzeuge, wenn ich das vielleicht unfachmännisch in diese Gruppe mal so bezeichnen darf. Sehen Sie weitere, sag ich mal, prädestinierte Anwendungsfälle in diesem Spezialsegment kommunale Fähr- und Entsorgung? Da gibt es durchaus auch andere Anwendungsfälle, ob es jetzt von der Kehrmaschine angefangen ist. Aber ich möchte auch nochmal darauf eingehen. Also wir werden uns nicht nur auf den Sektor der kommunalen Bereiche fokussieren, sondern wir werden ja auf der IAA Transportation letztes Jahr in 2022 auch den
den ersten Versuchsträger eines sogenannten City Powers vorgestellt, hier im kleineren Tonnagebereich, also im 16-Tonnen-Fahrzeugbereich mit 9 Tonnen Nutzlast. Und das ist ein Projekt, wo wir im Moment sehr stark dran arbeiten, dass wir auch hier mit in den Markt einsteigen. Es hört sich so an, dass Sie sagen, also so nehme ich das mal auf, Sie sind eigentlich ready to go, wie man so schön sagt. Man kann die Fahrzeuge ausliefern, Sie sind Einsatzbereich, weg vom, sag ich mal, Experiment-Träger, sondern hin wirklich zum Ansatz. Wo sehen Sie denn jetzt, brauchen wir politische Unterstützung, brauchen wir einen Rahmen, einen Leitmarkt oder ist sozusagen jetzt alles im Laufen? Nein, also definitiv, gerade wenn man über klimaneutralen Verkehr spricht, und ich glaube, das ist in allen Bereichen der Fall, muss eins wirklich klar sein, also ohne Förderung geht es zurzeit noch nicht. Das ist einfach genau die wichtige Thematik und auch die wichtige Botschaft. Ich denke, ist es aber auch dasselbe, ob man über Elektromobilität spricht oder ob man über Wasserstoff spricht. Und hierbei ist nach meinem Dafürhalten die Politik absolut gefordert. Also das heißt, um hier die Projekte weiter auch vorantreiben zu können, muss es Förderskizzen geben, die entsprechend umfangreich sind, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir nur so auch entsprechend die Verkehrs- und die Klimawende schaffen können und die Ziele auch einhalten können, die ja durchaus sehr hoch gesteckt sind, auch von der Bundesregierung. Und um hier wirklich signifikant voranzukommen, ist es für mich absolut unabdingbar, dass noch über Förderung gesprochen werden muss und die auch nach Möglichkeit recht unkompliziert angegangen werden müssen und recht einfach auch für die Betreiber dann nachher von unseren Fahrzeugen oder eben halt auch für uns als Hersteller. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, man muss sich auch nochmal angucken, wo heute ein Wasserstoffpreis liegt pro Kilo. Auch da bin ich fest davon überzeugt, dass es auch eine Thematik sein wird von Angebot und Nachfrage, dass sich auch hier Preise verändern werden. Genau das Gleiche gilt auch für Bauteilpreise. Also auch da gehen wir davon aus, dass wir in einigen Jahren durchaus wettbewerbsfähig sein können. Da muss man sich dann die gesamte Total Cost of Ownership Strecke natürlich sehr stark ansehen, so auch was Verbräuche anbelangt, was Mauten anbelangt, etc. Und das wird absolut eine ganz wichtige Thematik sein, die auch seitens der Bundesregierung entsprechend zu berücksichtigen ist in dem Bereich. Also nur dann bin ich persönlich von überzeugt, können wir auch hier wirklich die Verkehrs- und auch die Klimawende hinbekommen. Ja, wir haben das ja aufgegriffen als Verband sozusagen. Wir werben ja jetzt für ein neues Förderdesign, weg von diesem, sage ich mal, von Eisscholle zu Eisscholle springen. Jedes Jahr gibt es mal einen neuen Förderaufruf, sondern auf ein verlässliches Programm, das quantitativ ausgestattet ist bis 2030, damit Sie halt auch die Branchenplanungssicherheit haben über Skaleneffekte. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir haben das ja in anderen Bereichen gesehen, in der neuen Energieszene, wie effektiv das ist. Und gerade dann, glaube ich, Innovationsunternehmen auch befähigt, endlich mal dann auch Skalierung zu machen und damit auch die Kostendegression, die Sie angesprochen haben, umzusetzen. Ich glaube, das ist wichtig. Definitiv, ja. Ja, ich bedanke mich. Die Zeit ist leider schon, ich habe schon ein bisschen erzogen, wieder um. Entlassen alle in das schöne Wochenende. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Sonne, soll aber ja ein bisschen Unwetter geben. Ich hoffe, dass Sie alle verschont bleiben. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme. Ich weise nochmal darauf hin, erst insbesondere Ihnen danke ich, Herr Baumeister, für die umfangreichen Informationen. Ich weise noch mal hin, nächste Woche ist die AR Mobility in München. Übernächste Woche, am 7. und 8. September. Auch dort ist der DBV vertreten. Wir werden da natürlich auch noch mal genau das, was Sie heute sagten, die Botschaften mitnehmen. Dann ist vom 11.09. bis zum 15. die F-Cell in der Woche und die Husum Windenergiemesse und am 20.09. sind die H2 Wirtschaftsgespräche. Also es findet jetzt im September, man merkt, die Sommerpause ist vorbei. Es geht wieder los. Wir werden überall für den Wasserstoff massiv werben. Ich glaube, wir haben eben genug Gründe gehört, warum wir an der Brennstoffzellenmobilität nicht vorbeikommen. Wir brauchen sie einfach, gerade sag ich mal, im gewerblichen Bereich. Ich wünsche Ihnen alle ein erholsames Wochenende. Genießen Sie nochmal die Sonnenstunden, bevor wieder der, sag ich mal, September-Stress beginnt. Bis bald
und bleiben Sie alle gesund.